Hallo, der große Dante ist da. 79 Tempo hat er bekommen. Ansonsten sieht die Karte sehr, sehr gut aus. Wirklich, also für den Verteidiger wirklich eine gute Karte. Nicht täuschen lassen, man braucht 6 SPCs dafür. Aber wir gucken uns das an. Das ist einmal Gold, nicht selten, dann seltene Goldspieler, dann ein 83, 82, 84, 85 Team. Sollte also irgendwie machbar sein. Gemischte Spielerpack, Prime Electrum Spielerpack, Electrum Spielerpack, Prime gemischte Spielerpack, zwei seltene Goldspielerpack und nochmal ein zwei seltene Goldspielerpack kriegt man als Packs dafür. Und dann gucken wir uns die Karte mal an. Schwacher Fuß, 4 Sterne. 1,89 groß, Arbeitsraten gering hoch, ist für einen Verteidiger sehr, sehr gut. Schwacher Fuß links. Das hilft vielleicht, weil einige mit einem Linksfüßer und Rechtsfüßer, wobei 4 Sterne schwacher Fuß fast gleich ist. Dann ist er natürlich Ligue 1 Nizza. Wir kennen alle Atal, der durchaus noch den einen oder anderen Rechtsverteidiger Spezialkarte bekommen wird. Und dann sieht man Antritt 80, Sprintgeschwindigkeit 79. Also gut ausgeglichen, ganz schön. Schuss ist egal. Das Passen, das was halbwegs wichtig ist, kurzer Pass, langer Pass ist vorhanden. Beweglichkeit, Balance ist okay für einen Innenverteidiger, aber Reaktion, Ballkontrolle wirklich gut. Dann die Verteidigungswerte sind alle gut. Ausdauer 80, Stärke 92 und Aggressivität 84. Also das sieht schon gut aus. Teamspieler, Führungsstärke. Ist auf jeden Fall ein Spieler, den man mal machen kann, der gut aussieht. Und gerade Ligue 1, wenn man vielleicht mal was anderes machen möchte, außer die üblichen Marquinhos und Kimpembe, sondern vielleicht mal einen anderen Spieler haben will, dann ist der vielleicht. Möchte euch dann noch einen schönen Abend wünschen, schönen Halloween-Tag, bis dann, ciao, ciao.